Und es geht weiter mit Miles Edgeworth, Ace Attorney Investigations. Heute befragen wir mal Paleno ein bisschen weiter und reden über Manny Cochin. Botschafter Paleno, es gibt da etwas, was ich Sie unbedingt fragen muss. Oh, ist das so? Ah, Mache, haben Sie keine Scheu. Sie können mich mehr als einmal fragen. Vielleicht ein- oder dreimal? Als Ausgleich möchte ich, dass Sie nach Babal kommen. Ja? Ja, aber ich brauche nur das eine. Manny Cochin, ich möchte Sie gerne über Ihren Sekretär befragen. Sicher, ich werde Ihnen alles sagen, was Sie wissen wollen. Das, diese Haltung, die war gerade verdächtig. Ich danke Ihnen für Ihre Kooperation, Botschafter. Er war, nun ja... Abel, jetzt habe ich keine Ahnung, was ein Abel ist. Abel... Ah, okay. Wenn ich das in einem Wort zusammenfassen müsste, dann wäre das wohl ein kompetenter Mann. Wenn ich irgendetwas als Botschafter brauchte, konnte er es für mich beschaffen. Zu denken, dass so ein Mann wie er... Dass er seine Hand in Schmuggelringgeschäfte unter meiner Nase hatte... Und das auch noch völlig, ohne dass ich Notiz nehmen konnte. Ich schätze, weil er gerade ein kompetenter Mann war, konnte ich seine schmutzigen Geschäfte nicht aufdecken. Klingt so, als hätte Mr. Cochin einen scharfen Verstand gehabt. In letzter Zeit war Manny sehr beschäftigt. Seit ich der neue Repräsentant für Babal wurde, hat er sich richtig ins Zeug gelegt und die Sachen für mich erledigt. Das hätte ich vielleicht noch nennen sollen, dieses Country Unification Council. Also irgendwie, unser Botschafter hier wurde ausgewählt, Babal zu repräsentieren für dieses Landvereinigungsversammlung. So in etwas heißt das wohl im Deutschen. Oh, sehen Sie, wären die Events heute Abend nicht so schief gelaufen, sollten unsere beiden Länder wieder vereinigt werden. Aber so wie die Dinge jetzt, sind, scheint dieser Traum noch ein bisschen hinauszuzögern. Ich denke schon. Gut, dann präsentieren wir nochmal die Primiduk-Statue von Alabast. Botschafter Paleno, könnten Sie sich das für mich bitte ansehen? Die Primidux-Statue, die momentan in Alabast steht, gehört eigentlich Babal. Scheint so. Ich habe einen Anruf von Miss von Karma vorhin bekommen. Dann werden Sie wohl Verständnis zeigen, wenn ich unbedingt Babals Primidux-Statue untersuchen möchte. Denn die Statue, die momentan im Besitz ihres Landes ist. Nun ja, ich habe sie schon für mich selbst untersucht. Und es ist definitiv Alabasts Statue. Ich weiß es, weil es die wahre Statue ist. Damit wollen Sie also sagen, dass Babals Statue eine Fälschung ist? Es ist mir überaus peinlich, das als Wahrheit zu bestätigen.
Auch wenn ich weiß, dass das eines Tages enthüllt werden würde. Ich habe meine Befehle von den Herrschenden von Babal bekommen. Und ich sollte mit Botschafter Alba verhandeln bei diesem Event. Ich sollte mit ihm verhandeln und heute Abend die Ergebnisse präsentieren. Dass wir nicht sicherstellen konnten, welche Statue nun die richtige ist. Moment mal. Warum erzählen Sie mir das? Nun, weil Sie es schon herausgefunden haben. Unsere Statue ist nichts weiter als ein hohler, goldener, goldene Schale. Selbst wenn Babal das Gesicht verlieren sollte, die Wiedervereinigung unseres Landes ist das Wichtige. Das ist doch das richtige Denken von mir, oder? Ich mache doch nicht irgendeinen Fehler, richtig? Wenn Sie es nicht wissen, dann weiß ich es auch nicht. Ich hätte niemals gedacht, das vom eigenen Sekretär verraten zu werden. Dass das wahre Symbol von Wohlstand mir gegeben wird. Ist es nicht einfach ironisch? Hey, wohin wollen Sie jetzt gehen? Wollen Sie etwa zurück nach Alabast? Ja, aber bevor ich das tue, sollte ich mal eine Zusammenfassung von den Geschehnissen hier geben. Oh, ich verstehe. Also gab es einen Mord in beiden Ländern, wo ein Gegenstand benutzt wurde, der vom jeweilig anderen Land kam. So ganz grob gesagt ist das der Fall. Babal ist genauso strikt wie Alabast. Über die Inspektionen der Personen und Dinge, die das Land betreten dürfen. Was bedeutet, dass irgendwie beide Mordwaffen hineingeschmuggelt wurden. Das ist die einzig logische Schlussfolgerung, die daraus gezogen werden kann. Traverse. Ich glaube, das heißt Reisen irgendwie. Sowas würde ich jetzt auf jeden Fall vermuten. Überqueren, ja. Ich glaube, der Schlüssel über die Mordwaffen, über den, ja, Waffenschmuggel, ist die Person, die beide Länder überquert hat. Sie meinen den falschen Yatagarasu? Mit dem ein oder anderen Weg. Der Yatagarasu ist damit verbunden. Natürlich bin ich mir sicher. Nun denn, wo wurde der Yatagarasu zuerst entdeckt? Ich glaube, das war im Rosengarten von der Botschaft von Alabast. Der Garten ist einfach auf der anderen Seite dieser Hecke. Hecke oder Boundary? Ich guck mal lieber nach, aber ich glaube, das ist doch irgendwas Heckenmäßiges, oder? Boundary, Grenze, Abgrenzung, Grenzlinie, sowas, okay. Das ist dort, wo Botschafter Alba heute Nacht eine Rede halten wollte. Nun, zumindest habe ich gehört, dass dort dann der Yatagarasu aufgetaucht ist. Nun denn, ich glaube, dann ist es überaus wichtig, dass ich diesen Rosengarten untersuche. Hey, warten Sie! Bevor Sie gehen, schauen Sie sich das an, Mr. Edgeworth. Was ist das? Guitar-Pick. Wie übersetzt man das am besten? Ah, ich hab's wieder mit meinen Fremdwörtern ein bisschen. Hacke, Pickel, also ich weiß es auch nicht so richtig. Ich kenne mich mit Gitarren nicht aus und ja, keine Ahnung. Hacke, Gitarrenpicke, Gitarrenpickel, Gitarrenspitzhacke, Wähler, keine Ahnung. Was für ein Teil ist das für eine Gitarre? Ich weiß es nicht. Gitarrenhacke, sagen wir jetzt einmal, Pike, irgendwie sowas.
Ich hab's gerade erst dort aufgehoben. Denken Sie, es könnte uns nützlich sein? Da ist ein bisschen Wasser drauf. Aber wie ist das Wasser da reingekommen? Sieht nicht so aus, als könnte man hier irgendwie nass werden. Ich habe mir überlegt, die haben doch hier ab und zu Konzerte bei der Open-Air-Bühne, nicht wahr? Nun gut, ich werde seinen Besitzer später finden. Irgendwas Gitarrenzeug in den Organizer gesteckt. Ja, okay, du kannst mir gleich das andere zeigen. Wurde bei der Open-Air-Bühne gefunden und sieht aus wie eine Gitarrenpike oder irgendwie sowas. Aus irgendeinem Grund ist sie auch noch nass. Oh ja, ich habe noch etwas gefunden. Mr. Edgeworth, könnten Sie das bitte festhalten? Was ist das? Das ist Miss Hughes Parfüm. Es ist die Flasche, die die Frau zurückgelassen hat und die ich dann vor 7 Jahren gefunden habe. Ich habe gedacht, eines Tages könnte sie nützlich sein, sie damit auf die Schliche zu kommen. Also habe ich sie all die Zeit aufbewahrt. Ich danke dir. Es ist eine Ehre, dies für dich aufzubewahren. Miss Hughes Parfüm im Organizer. Wurde von Callisto Yu 7 Jahre in Vergangenheit zurückgelassen. Und Kay hat sie dann aufbewahrt. Okay. Gut, dann gehen wir mal nach Alabast. 1, 2, 1, 2. Schön im Gleichschritt hier. Gehen wir auch im Gleichschritt? Ich glaube schon. Ich glaube, ich werde jetzt die Untersuchungen in Alabast fortsetzen, aber... Ich weiß, ich weiß. Ich gehe dann zurück zu Babal und führe dort die Untersuchung fort. 14. März, 9.58 Uhr, Rosengarten. Ich sehe, du bist zurück, Miles Edgeworth. Wie sind die Dinge in Babal? Auch wenn ich nicht viel erwarten kann vom Gammelinspektor und diesem Mädchen. Es gab keinerlei Fortschritt im Mordfall von Manny Cochen. Jedoch die Untersuchung über den Yatagarasu ist das Gegenteil. Ah ja, der Yatagarasu. Selbst jetzt finde ich es noch schwer zu glauben. Eine Person, die einfach so beide Länder überqueren kann. Unglaublich. Nun, genau das möchte ich hier untersuchen. Ich habe gehört, dies ist der Ort, wo die Zeugen den Yatagarasu gesehen haben. Das ist korrekt. Botschafter Alba wollte hier in Alabas eine Rede halten. Und genau dann ist der Yatagarasu aufgetaucht. Der Schatten des mysteriösen Diebes ist aufgetaucht und plötzlich wieder verschwunden. Kurz darauf entbrannte das Feuer in der Botschaft von Babal, den der Yatagarasu gelegt hat. Ich schwöre, dass kein einzelner Fehler vom Yatagarasu mir entkommen wird. Beginn mit der Untersuchung. Rosengarten. Ja, und womit genau soll ich jetzt hier eigentlich anfangen? Aha. Vielleicht rede ich ja mal mit Lang. Warum eigentlich nicht? So. Okay. Haben Sie alle Zeugen hier fertig gecheckt? Ja, Sir. Und wir haben gefunden... 14 Mal Taschendiebstahl, 16 Mal illegales Parken und eine Person ist in das Licht gelaufen, Sir.
Sag mir jetzt nichts, dass sie nichts über den Fall gefunden haben. Sir, nicht ein einziges Ding, Sir. Nun gut, bringen wir erst einmal die anderen Gesetzesbrecher runter zum Revier. Agent Lang. Nun, wenn das nicht der Mr. Staatsanwalt ist. Ich möchte mich nur für die Unterstützung von Ihnen neulich bedanken. Machen Sie keinen Fehler. Es war nicht so, als wollte ich Ihnen helfen oder so. Nachdem ich gegangen bin, haben Sie irgendwas von Botschafter Alba gehört? Achso, wir wollten gerade unsere Bodyguard-Aufgabe hier abschließen. Und komisch genug ist, dass wir von HQ einen Befehl bekommen haben, zurückzukehren. Tja, als könnte ich so schnell von diesem Fall zurückbeordert werden, jetzt wo ich so weit gekommen bin. Ich schwöre, dass ich die Wahrheit finden werde und sie in das Licht ziehen werde. Da sind wir uns doch einig, oder, Mr. Staatsanwalt? Nun gut. Den Mr. Lang werden wir dann im nächsten Part befragen. Bis dann.